Ja, jetzt habe ich irgendwie vom Grundgesetz langsam mal von diesen Debatten wirklich genug, weil da glaubt doch niemand mehr an Schimmel. Wenn es da auch noch um Gasthemen geht. Da frage ich mich doch ernsthaft, darf ich das jetzt auch machen? Darf ich jetzt auch hier eine riesen Schlitz reinballern und alle vergiften, weil ich die Verfassung einhalten werde? Natürlich nicht. Kannst du ja nicht ausdenken. Und denselben Scheiß hier nochmal. Ich meine, dann, keine Ahnung, ey. Ich bin da irgendwie auch echt sprachlos. Das ist nicht gut. Keine Ahnung, dann kommt mir der ZDF mit dem Grundgesetz. Und was ist ein Grundgesetz? Und so sah das Ganze dann wieder aus. Sowas hat auch nichts mit dem Grundgesetz zu tun. Ich weiß gar nicht, wie man da irgendwie noch irgendwelche Orden verteilen kann. Dann auch die ganzen Drogenhilfen und Kriegen auch noch ein Bundesverdienstkreuz und reden dann aber von der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Hey, sorry, Alter. Keine Ahnung, Alter, weißt du, so. Geht nicht mal ein Schädel, Alter, geht voll nicht mal ein Schädel. Aber von Ferrari reden und an Strom rummanipulieren, wie die Weltmeister. Und dass man noch mehr Schulden hat. Was war denn bitte das? Die Heirat für alle, natürlich war das die Heirat für alle, Alter. Völlig bescheuert, ey. Jetzt setzen sie einfach nur den nächsten Vermieter rein, den nächsten Vermieter setzen sie rein und setzen sie noch einen Vermieter rein. Oder sie nennen das Anlagenbetreuung. Das ist so ähnlich wie wenn man versucht, Alter, einen CD-Wechsler mit einem Diskuswerfer für Olympia zu verwechseln. Ich habe auch definitiv keinen Bock, über sowas noch zu diskutieren. Aber so weiß ich nicht, Alter. Der Böhmermann kommt dann wieder zurück und Deichkind und wie sie alle heißen. Und da hat er auch keinen Bock auf die. Schon längst nicht mehr. Weil in den anderen Bezirken werden einfach wieder die Läden aufgemacht und die Anwohner mehr belastet. Auch über Strom. Das ist überall so. Kannst du ja nicht ausdenken. Aber hier fahren sie irgendwie noch die ganzen Häuser in den Arsch und ganze Bezirke und. Oder stellen Container hin. Ich finde, warum auch nicht? Kann ja ein paar Container da hinstellen. Das ist so derselbe Schlagabtausch meiner Vermietung. Entweder sind sie alle, gehören sie alle in die Psychiatrie, oder sie gehören alle irgendwie rechtmäßig verurteilt, oder sie gehören irgendwie in irgendein Containerdorf, weil, ja, leider ist das Haus kaputt. Kaputo, alles kaputo.
Oder sie kommen wieder mit anderen Sachen. Ich weiß auch nicht. Arbeiten hier mit Gas. Steht sogar bei der Grundschule. Na? Da habe ich es wieder. Das ewige Leiden der Anwohnerberatung. Ja. Oder Vereinsmeier. Oh. Warum soll man denn nicht mehr veröffentlichen? Sag doch mal. Na, weil sie ihre eigenen Häuser verlieren. Ja, so ist das. Ja, es macht ja auch nichts. Ist ja auch egal, wenn Wespennester unter den Dächern sind oder in Harburg ganze Fledermauskolonien oder die denken mal, ich hatte irgendwas damit zu tun, hatte ich gar nicht. Eigentlich müssten sie die ganzen Sachschäden bezahlen, so wie ich wahrscheinlich auch. Da, das da, ja, ich muss mich ja schützen. Und was war, Alter? Da kommt dann irgend so ein TSV-Heini an und sagt, wir müssen jetzt aber gewinnen. Wir sind jetzt in der Mülldeponie. Pass auf. Die laufen alle nur noch für Häuser, wo sie irgendwie im Grunde genommen die Recyclinghöfe schon mit eingebunden haben. Wie beim HSV. Oder die Türme. Oder Eishockey. Eishockey wird hier auch gespielt. Und dann landet man wieder. Mit dem Eishockey-Scheiß wieder da. Genau da, hier, Lochi. Wir sind die Lochis. Wir sind die Lochis, Alter. Ja? Ich nenne es Billard. Wer geht als nächster in den Knast dafür? Denken Sie immer noch, Frauen sind aufblasbar, Alter.